Wenn mal wieder keine Videos in der Abo-Box aufgetaucht sind, überprüfe bitte deine Benachrichtigungseinstellungen. YouTube geht kaputt. YouTube macht YouTube-Kanäle kaputt. Ihr wolltet unbedingt meine Meinung dazu hören? Taschentuch? Bam, jetzt mal ohne Scheiß. Was ist denn los? Jedes Mal, YouTube geht kaputt. YouTube ist jetzt hier blöd, YouTube ist bla. Seid doch mal froh, dass ihr diese verdammte Plattform überhaupt habt. Ohne Witz, diese ständige Rumgeweine, dass jetzt wieder irgendwas anders ist und der Algorithmus ist kaputt und bla und hier und ja. Was ist denn? Was ist denn? Ich habe keine Minusklicks. Ohne Witz, ich habe auch keine Minus-Abos. Alles gut. Vielleicht erkennt YouTube ja mittlerweile, dass RTL-Content doch nicht so geil ist. Man weiß es nicht. Natürlich ist damit jetzt nicht jeder angesprochen, aber... für mich persönlich ist es auch nichts, ne? Jeder soll das machen, worauf er Bock hat, aber vielleicht denkt sich YouTube, ja gut, bauen wir den Algorithmus um, vielleicht kommen dadurch ein paar kleinere YouTuber mal wieder in die Trends oder so. Ist doch geil, Alter, wo ist denn das scheiß Problem? Das Lustigste bei der Sache ist, jeder, der so ein Video gemacht hat, oh mein Gott, mein Kanal geht kaputt, hat ein Video hochgeladen und nach einem Tag 200.000 Aufrufe. Hätte ich auch gerne, beschwere ich mich? Nee. Taschentuch. So. Das war's auch schon wieder, Freunde. Mehr will ich auf dieses Thema gar nicht eingehen. Jetzt habt ihr meine Meinung, ihr wolltet sie hören, jetzt habt ihr sie gehört, das ist mir relativ egal. Mir geht es gut, mir und meinem Kanal geht es gut. Ich habe eine super geniale Community. Worüber soll ich mich denn bitte beschweren? Alles easy. Daumen hoch, wenn ihr Bock habt, ansonsten eben halt nicht. Ist ja wie immer euch überlassen. So einfach ist das. Ganz einfach. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr wollt. Nicht, weil ihr dann eine höhere Gewinnchance auf irgendwas habt. Bis dann. Was? Und denkt immer daran, bleibt fröhliche Früchtchen! Kein Placement.